mit Max und Rosi Heckmeier vom Alpenverein Farben Oben. Wir sind am Parkplatz in Fieberbrunn angekommen und machen uns fertig für unsere Bergtour. Die erste Bergbahn startet um 8.30 Uhr zur ersten Station der Streubodenalm auf 1210 Meter. Hier auf der ersten Sektion heißt es umsteigen zur Weiterfahrt zum Lerchfilzkogel auf 1654 Meter. Bevor die Wanderung beginnt, liest Max uns seinen Tagesspruch vor und gibt die letzten Anweisungen für unsere Wanderung. Unser erstes Wanderziel ist das Wildseeloderhaus auf 1854 Meter. Sepp, unser virtueller Wanderführer, erkundet schon mal die Strecke. Thank you.
circa 10.10 Uhr haben wir unser erstes Ziel, das Wildsee-Loderhaus, erreicht. Die tiefste Stelle des Sees liegt bei 14 Meter laut Wirtin vom Wildsee-Loderhaus. Unser Wanderfreund Sepp erkundigt die zweite Wanderstrecke zum Wildsee-Loder. Um ca. 11.15 Uhr haben wir den Wildsee-Loder Gipfel auf 2117 Meter erreicht. Auf den Gipfel genießen wir unsere Brotzeit und stärken uns für die weitere Wanderung. Da wir noch zu Henne rüber wollten, machten wir uns ca. um 12 Uhr fertig zum Abstieg. Sepp, unser Wanderführer, ging schon mal voran.
13.10 Uhr, wir haben den Hennegipfel auf 2078 Meter erreicht. Nach einer Pause von etwa 30 Minuten ging es wieder den gleichen Weg zurück zur Wildseeloder Hütte zur Einkehr. Nein, das ist nicht unsere Seilbahn, sondern das ist die Materialbahn der Wildseeloder Hütte. Wir haben noch eine Wanderstrecke von etwa einer Stunde, um die Bergstation der Seilbahn zu erreichen. Die letzte geht nämlich um 17 Uhr. Auf den Weg dorthin wurde das mitgebrachte Gebirgswasser vom Harald ausgiebig verkostet. Gesund und glücklich sind wir am Parkplatz der Seilbahn angekommen. Jetzt wird die Heimreise angetreten. Wir erreichten Pfaffenhofen ca. um 19:45 Uhr. Danke an Max und Rosi Hegmeier und allen Teilnehmern für diese wunderschöne Tour in den Kitzbüheler Alpen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Pfiat euch. Thank you.